Hi, herzlich willkommen im Zweiradeck. Ich bin der Marvin und ich zeige euch heute, wie euer Akku länger hält bzw. eine längere Lebensdauer hat. Vorab erst einmal, es gibt verschiedene Akkutypen. Wir haben jetzt hier dieses typische Bosch Powerpack. Sieht so aus. Das habt ihr im Normalfall auf einem Rad mit einem aufgesetzten Akku, das heißt eben als nicht integrierte Akkuform. Hier haben wir jetzt was von Bosch. Das ist der integrierte Rahmenakku, der dann eben unter einer Abdeckung in irgendeiner Art und Weise sitzt. Das sind so die verschiedenen Varianten. Und hier seht ihr auch, hier ist einmal die Ladebuchse, beziehungsweise haben wir dann hier auch einmal auf dem seitlichen Knopf, ich zeige es hier einmal, haben wir den Akkuzustand, den seht ihr dann hier oben, da blinken dann die LEDs. Bei dem System habt ihr es einmal hier, wo dann die LEDs seitlich blinken. Ja, und die ganze Geschichte gibt es in verschiedenen Größen. 400 Wattstunden, 500 Wattstunden, 625 Wattstunden und 750 Wattstunden. Das sind so die gängigen Akkugrößen bei Bosch. Akkus haben halt eine gewisse Lebensdauer. Im Normalfall reden wir davon 6 bis 10 Jahre. Das sind so die typischen Herstellerangaben, beziehungsweise eine gewisse Anzahl von Ladezyklen. Da sind wir so bei ca. 1000 Ladezyklen. Und das ist das, was so ein Akku im Normalfall hält. Genau. Man sagt so, der typische Wohlfühlbereich für einen Akku liegt irgendwo im Bereich zwischen 20 und 80%. Es ist natürlich nicht der Tod, wenn man den drüber lädt, und auch nicht der Tod, wenn man sagt, ich entlade den so weit runter. Aber das ist der Idealfall, wo sich so ein Akku eben dann wohlfühlt. Ne? Genau. Wichtig zu wissen ist, es gibt bei den Bosch-Akkus bzw. bei diesen Lithium-Ionen-Akkus halt einfach keinen Memory-Effekt mehr. Das heißt, ihr könnt auch sagen, ich lade den jetzt heute zu 30%, morgen zu 50%, also es wird immer dazu addiert, so dass man halt sagen kann, dass sich über die verschiedenen einzelnen Ladevorgänge dann eine gesamte oder mehrere Ladungen ergeben. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, muss da mal kurz rüber lünkern, dass wir ja auch alles einmal ordentlich abarbeiten. Genau. Wichtig ist noch, gerade im Winter sollte man so einen Akku einfach im Warm lagern, das heißt irgendwo vielleicht im Heizungskeller, ja, im normalen Keller, da wo halt eine gewisse angenehme Temperatur herrscht, weil sich da der Akku einfach am wohlsten fühlt. Das gleiche gilt auch für extrem hohe Temperaturen, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Blechschuppen oder ähnliches hat, also im Idealfall sollte es jetzt auch nicht 40, 50 Grad sein, da wo der Akku gelagert wird, nur dass man da wirklich so die goldene Mitte einfach findet. Falls ihr den Akku einlagern solltet, gerade jetzt im Winter, wenn ihr nicht fahrt, würde ich empfehlen, den irgendwo im Bereich 50%, 40% einzulagern. Ne? Da ist so die goldene Mitte, wo sich so ein Akku am wohlsten fühlt. Ne? Gerade für den Winter gibt es auch nochmal die Option, wenn ihr jetzt sagt, ihr fahrt im Winter auch durch, dann gibt es so Neoprenschützer, die kann ich entweder über den Akku drüber ziehen. Mittlerweile gibt es auch welche, die kann ich dann bei den integrierten Akkus um das komplette Fahrrad quasi wickeln, dass ich da um den Rahmen nochmal so einen kleinen Kälteschutz habe. Ne? Das ist nochmal eine schöne Sache. Eine interessante Sache ist auch noch, das ist jetzt kein Riesenakt, aber verwendet auf jeden Fall immer originale Ladegeräte und im Idealfall auch die, die jetzt die normalen Ladeströme haben und keine extrem starken Schnellladegeräte. Es ist natürlich so, dass da auch kein großer Verschleiß entsteht durch diese Schnellladungen, aber trotz alledem, bis zu einem gewissen Grad kann es natürlich sein, dass wenn man jetzt jeden Tag mit einem Schnellladegerät arbeitet, dass der Akku unter Umständen minimalst voll in Mitleidenschaft gezogen wird. Ja, ein wichtiges Thema ist natürlich auch noch die Fahrweise. Wenn ihr halt immer in einem relativ niedrigen Gang fahrt, also mit einer sehr langsamen Pedal- oder Trittfrequenz und dann auch noch in einem extrem hohen Gang beziehungsweise in einer extrem hohen Unterstützung fahrt, dann ist es halt schon so, gerade wenn man dieses typische an der Ampel anfahren, im fünften Gang bleiben bei einer Nabenschaltung zum Beispiel und dann in der höchsten Stufe, das sind natürlich schon Sachen, wo der Akku halt einfach auch ja, in gewisser Art und Weise relativ starke Ströme abgeben muss. Auch da natürlich wieder, der ist dafür gebaut, aber es macht natürlich Sinn, wie beim Auto auch, die Gänge zu nutzen und in geringeren Gängen anzufahren, dass da eben nicht diese hohen Ströme beim Entladen des Akkus entstehen. Genau, wichtig wäre auch nochmal zu sagen, dass ihr im Idealfall euch direkt den passenden Akku raussucht, für die Anwendung, die ihr damit vorhabt. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, ihr nehmt einen 500er Akku oder einen 400er Akku, sagen wir mal als Beispiel, ihr nehmt einen 400er Akku, sagt, ihr wollt Touren fahren oder im Alltag ein bisschen durch die Gegend fahren und habt so einen Reichweitenradius von 50 Kilometern,
das ist das, was so ein Akku in der Theorie abdeckt. Ich sag mal so im realistischen Fall, das kann man auch bei Bosch auf der Seite, kann man das so ein bisschen konfigurieren, beziehungsweise ein bisschen nachrechnen. Da gibt es den Reichweitenrechner. Ja, im Normalfall sagen wir den Kunden, 400er Akku sind es im Bereich 60 bis 80 Kilometer. Das heißt, wenn ich so einen Akku aussuche, im Idealfall nimmt man das Ganze direkt ein Stückchen größer, das heißt ein bisschen mehr Kapazität, dass wenn so ein Akku mal in 5, 6, 7, 8 Jahren ein bisschen schwächelt, dass ihr trotzdem noch eine gewisse Mehrreichweite habt. Das heißt, dass man nicht auf Biegen und Brechen mit einem spitzen Bleistift daran geht. Ja, unter den Gesichtspunkten, dass unter Umständen nach all den Tipps trotz alledem der Akku irgendwann mal kaputt gehen sollte, gibt es natürlich mehrere Optionen. Option 1 ist eben, ich lasse den Akku reparieren und versuche da irgendwie über einen vernünftigen Partner neue Zellen einbauen zu lassen. Die zweite Option wäre dann entweder einen originalen Bosch-Akku, Yamaha, was auch immer man dann eben für ein System hat, Akku kaufen. Oder eben Drittanbieter-Akkus, die es auch im Fachhandel gibt von einigen Herstellern. Das wären dann so die Varianten, die man zur Verfügung hat, wenn der Akku irgendwann mal kaputt gehen sollte. Ja, dann danke ich erstmal fürs Zuschauen. Wenn noch Fragen sind zum Thema Akku, zum Thema E-Bikes, irgendwelche speziellen Sachen, schreibt gerne was in die Kommentare. Wir freuen uns immer über einen Daumen. Und ja, sonst bis zum nächsten Mal. Ciao.